Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zum neuen Video. Dieses Video ist schon etwas älter, nämlich aus dem Frühjahr dieses Jahres. Da war ich zusammen mit der lieben Anja vom Consolido, nämlich in Wetter hier in Hessen, und wir durften die Majestic Horses besuchen. Das ist eigentlich im Prinzip ein Verkaufsstall für spanische Pferde und wir durften so ein bisschen hinter die Kulissen blicken. Und ganz besonders hatten wir die Ehre, auch zwei wirklich ganz, ganz, ganz tolle Pferde zu reiten. Und das möchte ich euch jetzt endlich zeigen. Die Anja, die wird dazu auch noch mal ein Video online stellen. Sobald das online ist, werde ich es euch hier oben einblenden bzw. noch mal in die Infobox verlinken. Und ich sage jetzt erstmal einmal ganz viel Spaß mit dem Video. Nachdem Anja schon Vitex geritten hatte, durfte ich dann auch auf diesen echt prächtigen Hengst. Für mich eine absolute Premiere, weil ich in meinem Leben noch nie einen Hengst geritten bin. Und dafür sowas von brav, das habt ihr schon auf den Videos vielleicht am Anfang vom Fertigmachen gesehen. Ein total verschmuster Kerl, also nicht hengstig, absolut kooperativ quasi. Und auch beim Reiten, er ist halt sausitzbequem. Also ich glaube, das sieht man auch ganz gut. Also das war so geil, das war so ein Sofa. Ich sag's euch, also es war wirklich total entspannt. Ein bisschen anders von der Reitweise her, weil er halt sehr spanisch geritten ist, was für mich auch natürlich eine gewisse Umstellung bedeutet, weil die Hilfen halt manchmal ein bisschen anders gegeben werden, weil sie halt deutlich mehr aus der Hüfte, aus dem Gesäß herauskommen. Aber ich glaube, ich konnte mich dann halbwegs gut drauf einstellen und war halt echt, also ich sag mal, das seht ihr ja auch, wenn der lostrabt, das ist ein absolutes Fliegegefühl. Also ich glaube, ich habe das Grinsen von rechts nach links zu den Ohren gehabt. Das ist so sensationell geil. So ein Erlebnis, ey, vielen, vielen Dank dafür. Das hat so einen Spaß gemacht. Als zweites durfte ich Holly reiten, ein spanisches Sportpferd. Und wie ihr seht, auch vom Typ her ganz anders als ein klassischer Spanier, weil er einfach schon mit warmem Blut gekreuzt ist und auch deutlich mehr in die englische Richtung quasi geht. Was man vielleicht nicht so sieht, was aber extrem für mich war, er schwingt deutlich mehr. Er hat extrem viel Schwung, was ich so nicht gewöhnt bin. Aber er hat echt super viel Spaß gemacht, total kooperativ. Und auch vom Typ her ein extrem gelassenes und in sich ruhendes Pferd. Also war echt super entspannt mit dem. Er hat mich irgendwie so ein bisschen an Ruby erinnert, halt auch so vom Gangwerk, auch wenn der Schwung bei Ruby nicht so gegeben ist. Aber ja, ich kam auf jeden Fall sehr gut mit ihm zurecht und wie gesagt, hat sehr viel Spaß gemacht mit ihm. Thank you.
Und zum Schluss gibt es auch ein paar Impressionen, die ich am Tag gesammelt habe. Vielen Dank nochmal an das Team von Majestic Horses für die Einladung. Wir haben uns wirklich super gefreut und es war ein ganz toller Tag bei euch und es war auch schön, mal hinter die Kulissen zu blicken. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, meine Lieben.